Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, es gibt jetzt mal eine Kleinigkeit zu sagen hier. Und zwar, ich habe jetzt gerade vor 10 Minuten oder so, habe ich jetzt noch mal ein bisschen weiter gespielt tatsächlich und bin hier überhaupt nicht klargekommen mit dem, was ich gesehen habe. Ich meine, ich habe in der Zwischenzeit schon... Hier sind die Gebäude auch schon kaputt, ne? Ich habe in der Zwischenzeit schon ein bisschen weitergespielt und es kommt gleich ein Träger, der uns einfach befehlt, hier die Pyramiden zu schützen. Aber es ist halt extrem krass, was er hier... Also, was ich da erlebt habe, war unglaublich krass. Also, ich bin hier auf überhaupt keinen grünen Zweig gekommen. Und es ist jetzt einfach, glaube ich, so... Also die Gegner sind da von überall gekommen. Von hier unten, von hier, da rein. Und ich habe einfach kein Land mehr gesehen beim letzten Mal. Und das ist halt dann einfach so. Jetzt wahrscheinlich. dass wir hier weiter müssen, tatsächlich. Jawohl, ich habe eine ganze Folge aufgenommen und bin überhaupt nicht weitergekommen. Deshalb machen wir jetzt mal diesen Angriff hier. So, ich denke mal, dass wir hier direkt natürlich direkt hier runter müssen. Haben wir Caesar dabei? Wo ist Caesar, Freunde? Ah, Caesar ist nach oben, okay. Aber ich denke mal, wie gesagt, dass das hier klappen könnte. So, guckt euch das nämlich an. Hier unten ist nämlich eine extrem krasse Armee. Und, genau, die müssen wir erstmal alle platt machen. So, Freunde. Genau. Oder... Ja, seht ihr das? Das ist eine Schlacht hier, Freunde. Meine Güte. Aber, schaut mal, wir haben es. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. So. Alles klar. Jo. Dann macht die alle mal im Arsch. Benny, wie die Vici. So. Alles kaputt machen hier. So. Ach du heilige Freude. Oder sollen wir uns doch erstmal hoch? Ich glaube, wir heilen uns erstmal hoch. Ja. Wie gesagt, also diese Armee, die hier war, die hat mich halt auch immer platt gemacht, ne? So, verfolgt die doch nicht. So, Freunde. Ja, Ramböcke. Genau, diese fahrenden. Keine Ahnung was. So, und tschüss. Alles klar, und dann hier. Die können sich ja meistens selber verteidigen, ne? Und, ja, dann... tatsächlich. So, westliches Stadtzentrum. Aber das ist in Ordnung, weil die hier noch einiges an Einheiten haben. Alles klar, Freunde. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier weiter wieder aufheilen. Wir haben jetzt hier unten die Armee platt gemacht. Oder gehen die jetzt schon auf die Pyramiden? Gehen die jetzt schon auf die Pyramiden? Wir werden angegriffen. Hier ist der Caesar, Freunde. Okay. So, dann kommt ihr alle bitte mal in die Reichweite des Krankenhauses. So. Also noch gehen die nicht auf die Pyramiden. So. Ja, unsere Verbündeten hier, die waren am Anfang sehr gut. Sind jetzt nutzlos geworden. Weil die irgendwie keine Armeen mehr haben. Das tut natürlich noch so sein Übriges dazu. Ja, toll. In seinem verzweifelten Versuch, die Oberhand zu gewinnen, startete Ptolemäus einen Überfall auf die großen Pyramiden, um das Buch des Todes zu finden. Er muss aufgehalten werden. Ganz genau, Freunde, das ist der Träger für die Pyramiden. So. Schützen Sie die größte der Pyramiden, wenn der... Hatte der Überfall Erfolg und sie verlieren. Ganz genau, Freunde. Und, naja. Da sind wieder Verstärkungen. Das ist so gut. Das heißt, wir müssen die Pyramiden hier beschützen. Ja, das ist nicht so einfach, weil wir diese Einheiten hier eigentlich für den Angriff brauchen, ne? Und, naja.
Seht ihr das? Die holen sich das einfach wieder. Weil wir diese Armeen eigentlich für den Angriff brauchen. Fertig, Milord. Aber, Freunde, aber. Wenn die hochgeheilt sind, werde ich die trotzdem hier unten hinschicken. Fertig, Milord. Wohin soll ich gehen? Ich werde das jetzt genauso machen, wie ich das beim letzten Mal versucht hatte. Also, das ist ja schon irgendwie. Bisschen merkwürdig. Fertig, Milord. So, ihr seid zu blöd, um euch hochzuheilen hier. Scheinbar. Jetzt macht doch mal Platz. Macht mal Platz für die verwundeten Patienten hier. So. Alles klar, weiter heilen. Westliches Staats. Ja, okay. Guck mal, da kommen sie schon wieder. Da kommen sie schon wieder. Da kommen sie schon wieder. Ja. Alles klar. Die Verstärkungstruppen. Wartet mal, die können ja hier unten hingehen. Und hier unten bitte einfach das Ding beschützen, ja? Und die müssen sich jetzt ja wieder hochheilen. Aber wartet mal. Ich werde das jetzt versuchen, Freunde. Ich werde das jetzt versuchen hier. Ja. Tatsächlich hier mal durchzukommen. So. Und hier oben, das ist wieder so viel, was da ankommt. Das ist schon wieder extrem viel, was da ankommt, ne? Schaut euch das an. Oh, er hat hier ja auch wieder einiges. Also, das passt schon so. Und wenn ich immer wieder meine Einheiten verliere, ist das doch kacke, echt. Wie sollen wir das denn hier hinkriegen, verdammt nochmal. Wenn die Armeen hier immer wieder... Die laufen einfach durch, ne? Ja, das sind die Verstärkungen, die wir gekriegt haben. Kaputt machen. Kaputt machen den Bogenschützen. Okay, wunderbar hier. Alles klar, das sind jetzt nämlich die Verstärkungen, die zu den Pyramiden marschieren. Ja. Im Prinzip. Einfach hoffen, dass die durchkommen, ne? Hallo? Was macht ihr denn? Westliches Stadtzentrum, ja, okay. Das ist aber nicht so schlimm. Mach das Tor auf. So. Ja, die kommen durch. Das ist sehr gut, Freunde. Die kommen durch. Und er hier, der hat halt noch einiges an Einheiten. Ne? Was macht der denn da? Da sind schon zwei Bogenschützen. Ja, klar. Nix da. Okay. Das heißt, ihr bitte... hier bewachen. Ach, du Heilige. Ah, ne, ach, da kommt unser Verbündeter. Sehr gut. Das ist unser Verbündeter, der hilft uns hier. Hallo? Macht ihr die mal kaputt? Bogenschützen. So. Das heißt, hier aufmachen. Genau, Freunde. Das geht doch gut hier. Mit der Hilfe unseres Verbündeten. Sehr schön. Die machen da schön die Gebäude kaputt. Ja, finde ich gut. So, ihr macht diese Türme bitte platt. Was ist hier jetzt? Okay. Ha! Hier ist es beschützt, Freunde. So, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt hier seinen Außenposten quasi erobert. Sehr gut, Freunde. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Ja, ist in Ordnung. Nur, Freunde... So. Sehr gut. Das heißt, die machen hier die Festung für uns platt. Das ist sehr gut. Alles klar, er hat hier ordentlich was an Einheiten. Er erobert gleich bestimmt wieder das Ding zurück. Und ich weiß ja nicht, was jetzt gerade hier anders läuft, aber es läuft besser. Das läuft echt besser mittlerweile. So. Meine Güte, ey. Diese Massen an Einheiten. Verstärkungen. Wunderbar. Ah, der kriegt da oben wieder einen auf die Fresse. ja. Die teilen sich zum Glück ein bisschen auf. Das ist gut. Ja. Was ist denn mit denen verkehrt hier? Sagt mal.
So, mach die alle platt. Mach die alle platt. So. Alter Schwede. So, jetzt haben wir hier unten den Angriff. Hahaha, das geht aber. Das geht. Sehr gut. Alles klar, Freunde. Jo, dann diesen Turm platt machen da, bitte. Diesen Turm platt machen. So. Wunderbar hier. Perfekt. Zentralkapitol? Warum das denn? Könnt ihr euch mal richtig verteidigen? Was ist denn hier los? So, westliches wurde zurückerobert. Sehr gut. So. So, das heißt, wir haben hier unsere Verstärkungen. Wunderbar. Die können auch mit hier runter. Oh ja, macht ihr mal. Zum Glück haben wir hier unseren Verbündeten dabei. Dieses Krankenhaus wegmachen. So, Freunde. Hä? Ach, der Cäsar. Der kann hier als einziger noch das Ding verteidigen. So, wurde zurückerobert. Sehr gut. Ja, ja. Mach du mal. Alles klar. Das heißt, ihr Verstärkungen könnt bitte mit hier runterkommen. Die werde ich brauchen. Die werde ich tatsächlich brauchen hier. Meine Güte, die sind auch gar nicht mal schwach, ne? Die ägyptischen Krieger. Mein Gott. Aber... wir haben das überlebt. Sehr gut, wir haben das überlebt. Das heißt, wir können uns hier unten sammeln. Perfekt. Und die Verstärkung? Können sich auch hier sammeln. Wunderbar, das heißt, wir sollten jetzt hier eigentlich Ruhe haben. Wohin soll ich gehen? Oh, wir haben mal einen Moment zum Durchatmen. Glaube ich zumindest. So, bleibt ihr mal hier. So, bleibt ihr mal bitte alle hier. Dann seid ihr bitte das neue Team 1. So. Ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim alten Empire Earth. Wie wir jetzt hier weiter mit dieser actiongeladenen Mission tatsächlich machen. Die ist wirklich krass. Schützt die Standarte, Freunde, ganz genau. Und ja, wir haben das erste Lager von ihm hier platt gemacht. Jetzt machen wir hier unten sein Lager platt. Da bin ich mal gespannt, was wir dann kriegen. Beziehungsweise ob dann die Angriffe mal ein bisschen weniger werden. Wir werden angegriffen. Ah, hier sind die... oder was? Nee. Das ist einfach nur ein Lager von ihm. Okay. Ja, dann macht ihr mal. Der Turm hält auch nicht mehr lange durch. So, und bams und rein hier los. Und rein hier und platt machen das Ganze. Ui, 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 jetzt wird's aber langsam krass. Ja, okay. So, veni, veni, vici. So. Was ist das denn jetzt? Ach, der Cäsar, okay. Der Cäsar bleibt mal da oben. So. Genau. Aber die Einheiten, die kommen immer noch so extrem. Die Einheiten, die kommen immer noch so extrem, ne? Nach Elysium. Das sind nur Bogenschützen, so. Alle auf diesen Turm hier bitte, hallo. Die machen euch doch kaputt hier. So. Und dann auf diesen fahrenden Penis. Sorry, aber es sieht doch einfach so aus. Mensch, ey. So, Zelte. Wegmachen den Scheiß hier. So. Und kaputt machen und diesen Turm platt machen. So. Raus da. Okay, wunderbar. Das heißt, die haben sich hier verteidigt. Sehr gut. Verstärkungen. Verstärkungen sind eingetroffen. ich glaube, ihr wisst, wo der Spruch herkommt. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, alles klar. Das läuft viel besser als beim letzten Mal, komischerweise. Das ist sehr komisch. Dass das jetzt wirklich so viel besser läuft. Auf einmal. Ich weiß auch nicht, warum. So, wurde zurückerobert. Ja.
Der macht einen guten Job. Der Verbündete. Und wie gesagt, also wir haben jetzt zwei Lager von ihm kaputt gemacht tatsächlich. Und ja. Das heißt, er sollte hier eigentlich keine nervigen Armeen mehr kriegen. Hier hat er auch nichts mehr, was? Oh, wartet mal. Hier rechts hat er auch nicht mehr so viel. Was müssen wir denn genau machen? Bin ich jetzt tatsächlich etwas überfragt, Freunde? Er hat doch gar nicht mehr so viel jetzt. So, da kommen unsere nächsten Verstärkungen. Ich muss sagen, die Angriffe sind tatsächlich was weniger geworden. Na, geht mal Caesar beschützen. Ja, wobei so viel hat er jetzt auch nicht mehr. Shit, Freunde. Aber ist echt so, ne? Die Angriffe sind weniger geworden. Vielleicht sollte ich die einfach mal reparieren. Auf zum Sieg. Reparieren, hochheilen. Genau, Freunde. Und ihr bitte auch hierhin. Er kriegt nicht mehr so viele Einheiten. Oh, das ist... oder? Doch, er kriegt doch wieder viele Einheiten. Oh, Mann. Ja, dann... der hat hier noch einiges. Hier noch einiges. Das sollte noch passen für diesen Angriff. So, das frage ich mich jetzt aber wirklich, wo er diese Armeen noch herkriegt. Ja. Das ist wieder so viel. Aber, nee, sollte passen. So, gehört jetzt Ptolemäus? Zwingen Sie Kleopatra oder Ptolemäus? Pompeius auszuliefern. Wo mache ich das denn? Also, das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir platt gemacht. Hier unten das. Da noch, okay. Ja, best, also theoretisch nur noch rechts. No. Jetzt teilen sie sich auf und kommen zu den Pyramiden. Aha, okay. Ja, alles klar, dann. Die kommen von der Schlacht wieder. So, wunderbar. Halt euch bitte hoch. Dann sammeln wir uns mal hier für die Endschlacht, würde ich sagen. ganz genau. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch nach wie vor hier die Folge Empire Öff gefällt. Und genau, er wehrt sich wieder hier. Das ist sehr gut, Freunde, der wehrt sich. Alles klar. Ich glaube, in dieser Mission müssen wir es einfach zulassen, dass die Gegner hier in die Stadt einmarschieren. Ganz genau. Ja. dann. Der wird nicht geheilt. Geh in den Krankenhausreichweite. So, jetzt kommt's hier. Okay. Genau, dann. Nach Elysium. So. So, dann. Verteidigen. Standartenträger. So. Oh Gott, das gefällt mir aber irgendwie gerade gar nicht. Was macht ihr denn da, Mann? Ihr rennt nur im Kreis rum, ey. Echt. Oh Gott. Boah, diese Soldaten sind aber auch echt krass. Okay, das heißt... ich muss leider hier... Pyramiden beschützen. Oh nein. Das dauert zum Glück noch ganz schöne Weile. Oh Gott, ey. Nicht, dass wir jetzt den schönen Fortschritt deswegen verlieren. Oh Mann. Könnt ihr mal ein bisschen schneller laufen? Ja, wobei, das dauert zum Glück noch eine ganze Weile, bis die da die Pyramiden runterschießen. Alter Schwede, ey. Alexandria. Okay. Oh Gottes Willen. Das wird jetzt echt knapp. Alle Mann an Deck, sie werden angegriffen. So. Lass die in Ruhe!
Oder was? Nee, Reiter, bitte. Reiter brauchen wir unten. Mach den kaputt! Was hält denn der so viel aus? Oh! Ja, scheiße, Freunde. Toll. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht wahr sein, ey. Ja, toll. 15.29 Uhr, das ist voll weit weg. Ach, nur wegen diesen Pennern, die mir immer auf meine Pyramiden gehen. Also langsam ist diese Mission echt nervig. Langsam ist das hier echt nervig, doch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Verstärkung, kommen bitte mit runter. Langsam wird das hier echt ein bisschen nervig. Aber okay. Das ist auch, weil die immer im Kreis rennen, die blöden Einheiten, ey, echt. Wir werden angegriffen, stets zu Diensten. Aber Reiter kriegen wir hier irgendwie keine neuen, ne? Wohin soll ich gehen? So, die müssen doch ausreichen. Was soll denn das? Darf ich mir, Lord? Mit ganzem so. Mensch. So, das muss doch reichen jetzt. Dann werde ich jetzt gleich wahrscheinlich direkt dahin gehen. Mein Gott, ey. So, bleib bitte hier. Verdammt nochmal. So, jetzt geht's dem aber echt an den Kragen hier. So. Mann. Mann. So. Auf zum Sieg. Mit ganzem Herzen. Ach ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir hier noch ein bisschen Fortschritt haben in dieser Mission. Ich meine, wir haben ja schon... Auf zum Sieg. Ach du Scheiße, hier unten hat er auch noch mal sehr viel, ne? Ja, lass die mal. So, das wird jetzt nämlich krass hier unten. Ja. Auf zum Sieg. Können wir vielleicht irgendwie die Türme noch umgehen? Geht das? Nach Elysium. Auf zum Sieg. Ja, das können wir irgendwie noch umgehen, oder? Zieh die Armeen mal raus hier. Auf zum Sieg. Oh, und weg damit. Nein, nicht die schönen Skorpione. Die Skorpione können wir auch noch mal hier verbessern. So, hier ist nämlich die Schlacht wieder. Hör auf. So. Tschüss, die Standarte, genau. Westliches Störzentrum, okay. So. Da haben wir alles. Wunderbar, Freunde. Und hier, genau. Und ihr könnt jetzt bitte hier. So. So. Das heißt aber auch dann, dass wir hier einen besseren Schnitt haben. Warum rennt ihr wieder im Kreis? Ey, das ist so dumm. Das ist so dumm, dass die immer im Kreis rennen müssen. Das ist so dumm, dass die immer im Kreis rennen. Echt. Das ist doch so behämmert. Die kommen eh zu spät. Das ist so blöd, echt. Ja, kann ich schon wieder laden. Och, Mann. Das ist so bescheuert. Dass die immer im Kreis rennen müssen. Nur deswegen muss ich jetzt hier die scheiß Mission neu starten. Meine Fresse, wie oft noch, ey. Jetzt muss ich langsam ein bisschen aggressiv, muss ich tatsächlich sagen, ne? Nur wegen der Blödheit der Einheiten. Mit ganzem Herzen. Nur wegen der scheiß Blödheit dieser scheiß Einheiten. Auf zum Sieg. Mein Gott. Mit ganzem Herzen. Ja, jetzt hat er hier auf einmal natürlich auf noch Einheiten, ne? Ganz klar. Mit ganzem Herzen. Ganz klar. Alter Falter, ey. So. Stets zu Diensten, Tribun. Ja, ich habe nämlich jetzt auch das hier schon sehr lange versucht. Kommt, nimm mal die Abkürzung da raus. So, genau.
Das nur, weil die Einheiten so dumm sind und ich selber zu verteidigen, ey. Das muss ich ja jetzt echt mal sagen hier. So, Verstärkungen sind da. So, er bleibt jetzt hier stehen. Verdammt nochmal, ey. Boah, so. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder runter marschieren. Folgenende ist da. Ja, komm. Ist mir jetzt egal. Ich möchte in dieser Woche diese römische Kampagne abschließen. So. Mein Gott, ey. So. Überall diese Einheiten rumlaufen. Ich meine, ich hab's doch eben geschafft. Was soll denn das? Ich hab dann nur wegen diese blöden Pyramiden hier. Verdammter Kack. Echt. Ah, das ist unser Verbündeter. Okay. So, dann speichere ich das jetzt nochmal, damit ich das nicht immer wieder neu machen muss. Und genau. Dann machen wir das doch einfach mal. Da kommen sie wieder. So, dann macht ihr mal da. Und ihr verteidigt das jetzt einfach. Und rennt nicht wieder im Kreis rum. Rennt nicht wieder im Kreis rum. So. Seht ihr das? Es geht doch. Es geht doch. Wenn ihr nicht immer im Kreis rumrennt. Es geht doch. Es geht doch, Freunde. Und ihr rennt hier auch wieder im Kreis rum. Das gefällt mir gar nicht, was die hier machen. Aber ist okay. Oh Gott, die Steinschleuder kaputt machen, ganz dringend. So, okay, alles klar. Dann können wir hier rein. Oh Gott, die sind aber auch schon echt im Arsch. So, dann jetzt hier nochmal reingehen. Oder aber erstmal hier die Türme platt machen. So. Auf zum Sieg. Schaut euch das mal an, die sind schon echt dezimiert hier. Boah, der Cäsar, der bleibt einfach oben. Ja. Ist keine schlechte Idee, ey. So, und dann hier. Oh, Verstärkungen sind eingetroffen. Okay. Dann. So, genau. Ich mach diesen Turm jetzt bitte mal im Arsch. Und jetzt diesen Turm hier im Arsch. So. Den kriegt ihr auch so kaputt. So. Und dann müssen wir gleich hier unbedingt diese Kackpyramiden beschützen, ey. So. Ah, wartet mal. Mach mal die Zelte hier im Arsch. Genau, das ist ja das Ziel hier. Die Zelte im Arsch machen. So, wir sollen ihn zwingen. Wir sollen den Gegner zwingen, Pompeius auszuliefern. Okay. Meine Güte, was eine verlustreiche Schlacht hier. Also echt mal. So. Ich muss die Einheiten da unbedingt austauschen, da unten. Wartet mal. Könnt ihr bitte mal hier... Ja, ja. Ich soll angreifen, womit denn? Ihr habt nie was, ne? So, dann geht ihr mal bitte als Verstärkung da hinten hin. Und ihr marschiert bitte weiter auf der Map. Meine Güte, Freunde. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen Ruhe. Tatsächlich, das finde ich sehr gut. Das heißt, das würde ich nochmal speichern. Tatsächlich. Und genau, dann. So viel zum Thema kleine Map, ey. Ja, es ist eine Riesen-Map. Ach, Elysium, ja. Die muss ich unbedingt austauschen gegen neue Verstärkungen. Wohin soll ich gehen? Ah, wir kriegen doch noch Reiter. Aber wie gesagt, nur als Verstärkung. Ja. Okay. Das heißt dann im Prinzip, haben wir es fast geschafft. wir müssen jetzt eigentlich nur noch hier
So, wo werden... Ah, Cäsar gegen den königlichen Leutnant wieder. Oh ja, lass den machen. Genau. So, genau. Alles klar, Freunde. Das heißt, das sieht sehr gut aus jetzt gerade. Und im Moment nervt der Gegner nicht. Im Moment nicht, nein. Aber das kann sich halt ganz schnell hier wieder ändern. Na, wir haben hier alles platt gemacht. Wie ihr seht. Und ihr erkundet mal die Karte bitte vernünftig. So, wartet mal. Oder wie sieht denn die Karte hier aus? Das hier ist nur ein Flussbett. Okay, ne, hier müssen wir eh nicht hin. Ach du Scheiße. Wir müssen ganz hier oben hin. Alles klar. Das heißt, hier sind Verstärkungen. Für hier. Dann können die sich heilen. Genau, heilen. So, wunderbar. Boah. Sehr gut. Es scheint aber auch, dass die Angriffe jetzt weniger werden, ne? Ich meine, guckt euch das an. Der baut sich hier wieder vernünftig auf, mein Verbündeter. Ja. Und, genau. Das heißt, die sind auch kaputt. Ja, wobei, wartet mal. Geht ihr euch auch mal kurz heilen? Ihr seid ja schon in der Nähe. Ja, Freunde, das wird wieder eine XXL-Folge. Aber es ist scheinbar echt nötig hier. Wobei ich gerade echt die Hoffnung habe, dass der Gegner jetzt so geschwächt ist, dass da keine Angriffe mehr kommen. Ich meine ja nur, ne? Das kann ja gut sein. Und du auch bitte in die Reichweite. So, die Reichweite von diesem Krankenhaus ist halt auch extrem gering, ne? Ich frage mich jetzt gerade ja auch, ne, was jetzt der Unterschied ist zu dem, was ich letztes Mal gemacht habe. Beim letzten Mal habe ich ja nichts anderes gemacht. Eigentlich. Ne, beim letzten Mal habe ich nichts anderes gemacht. Der Rohkonsul, ja. Genau, der Rohkonsul. So. Hier, Krankenhaus. Schaut euch das an. Heilung. Verstärkungen nochmal. Sehr gut. Es ist tatsächlich so, Freunde. Der Gegner kriegt keine Einheiten mehr. Er kriegt keinen Spawner mehr. Oh mein Gott. Es sieht sehr gut aus, Freunde. Es sieht sehr gut aus für Kleopatra. So, das war der Cäsar. Ah doch, da kommt er nochmal. Aber das ist ja wirklich immer nur dieser eine Leutnant hier. Okay. Normalerweise kamen hier 50 Einheiten an, immer. Ja, das sieht sehr gut aus. Wenn wir jetzt noch die Verstärkungen kriegen. Das sieht echt saugut aus, Freunde. So, alles klar. Das heißt, wenn die jetzt hier noch ankommen, die bald mal sich vernünftig hochheilen. Tada, Heilung. Dann können wir wirklich zur Endschlacht hier übergehen. Und das wird krass. Das wird krass genug, Freunde. Mach nochmal einen Drehtanz hier. Ja. Alles klar. Dann die nach da. Der eine hier. Den müssen wir noch abwarten, kurz. So. Die Grenze, genau. Ja, und dann haben wir hier nach tatsächlich dann die nächste Kampagne. Der ist auch gleich hochgeheilt. 4, 8, 9. So, wunderbar. Das heißt, ihr gehört dann auch zum Team 1. Alles klar. Ach ja, das ist ja hier der Nil, ne? Hier ist ja der Nil, glaube ich. Der Fluss. Ja. Der Gegner scheint dezimiert zu sein. Echt? Oh Gott, was haben wir denn hier?
für Schluchten. Ach, eine Sackgasse, na toll. Nach Elysium. So. Gut. Dann müssen wir tatsächlich hier oben her, okay. Kommt, schaut euch das an, diese Armeen. Die müssen ja wohl ausreichen. Die müssen ja wohl echt ausreichen hier, so. Ach, jetzt bewegt euch doch einfach mal nach da oben. Ach, die KI. Die KI, die ist immer so schön. So schön blöd. Naja, gut, okay. Ja, da hat diese Mission ja sehr schnell an Schwierigkeit verloren. Muss ich sagen. Einfach jetzt nur noch hier runter marschieren. Das Ding hier, das Zeug hier platt machen. Und dann war es das eigentlich schon. Ja, sehr gut. Ich meine, das hat mich ja auch in der letzten Folge zu viele Nerven gekostet. In der letzten Folge, die ich hier gar nicht hochladen werde. Die habe ich auch schon gelöscht. Weil, muss nicht sein. So. Gut, alles klar. Dann hoffe ich, dass wir hier unten überhaupt richtig sind. So. Ich glaube, hier kommt nochmal eine extreme Schlacht auf uns zu. So, Römer speichern. Und weiter geht's. Ich glaube, hier kommt nochmal eine extreme Schlacht. Oder hat der Gegner jetzt gar nichts mehr an Einheiten? Aber wie zwingen wir denn den Gegner, jemanden auszuliefern? Okay. Hier ist einfach mal gar nichts. Ah, doch. Da kommen sie doch. Da kommen sie. Nein, nicht reinlaufen. Oder doch reinlaufen? Nee, da ist die letzte Schlacht hier. So, wunderbar. Mach die Steinschleudern weg. Das Blöde wäre halt noch, wenn wir hier wirklich Cäsar verlieren würden, ne? Oh. Ihr macht schön die Steinschleudern weg. So, dann macht ihr bitte hier dieses Tor kaputt. Ganz genau, Freunde. Wunderbar hier. Und ihr könnt bitte diesen Turm da platt machen. So. Die machen einfach hier alles kaputt. Ja, das haben sie auch nicht anders verdient. Ganz ehrlich. Cäsar haut mit auf den Turm drauf. Sehr gut. Kabäum. Wunderbar hier. So, da sind nochmal Verstärkungen. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber ich werde sie trotzdem mal hier hinlotsen. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir hier tatsächlich... Meine Güte, dieses Tor, ne? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Wunderbar. Ob wir jetzt hier tatsächlich schon gewonnen haben, dann. Ihn zwingen, das auszuliefern. Was ist das denn für ein Missionsziel? Das letzte Lager hier von ihm. Oder? Wenn das nicht reicht, dann müssen wir wieder einen auf Erkunden machen. Nein, okay. Perfekt. Cäsar hat den letzten von Ptolemäus Versorgungsstützpunkt zerstört und den jungen Möchtegern Pharao zu Kleopatra geschleppt, damit sie das über das Schicksal ihres Bruders entscheiden möge. Ägypten steht jetzt vollständig unter dem Einfluss Roms und Cäsar macht sich bereit, nach Rom zurückzukehren, um seine Macht über sein neues Imperium zu festigen. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh mein Gott, wir haben's. Wir haben's. Tatsächlich. Boah, wie krass, wir haben's. Wir haben die römische Kampagne geschafft. Oh Mann. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, jo. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Mit der... Ich muss gerade kurz gucken. Was war das für eine Kampagne? Asiatische Kampagne, oder? So, Rom ist abgeschlossen. Beim nächsten Mal in der Pazifik-Kampagne machen wir beim nächsten Mal weiter. Genau. Flugzeugträgerangriff. Es heißt tatsächlich, beim nächsten Mal geht es schon in Richtung Weltkriege. Wow. Okay, das ist geil.
Alles klar, Freunde, würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.